Rotierende Warmluftbürsten, die sind voll im Trend. Für wen sie geeignet sind, wie man sie benutzt und ob sie überhaupt etwas bringen, das kommt jetzt im Video. Ich habe diese Warmluftbürste bei Amazon bestellt. Das ist der AS200E von Babyliss. Es ist eine Warmbürste, die hat mir aus dem Grund gut gefallen, weil sie rotiert. Und weil sie verschiedene Stufen hat. Sie hat also die Stufe 1, die Stufe 2. Da ist ein Wärmeunterschied. Sie hat eine Kaltdüse. Man kann sie einfach auskühlen lassen und sie dreht sich von selbst. Und hier oben kann man das also abnehmen, was mir dann besonders gut gefällt, weil man es halt ganz gut reinigen kann. Das konnte man bei den anderen Bürsten jetzt irgendwie nicht, denn ja, die konnte man einfach nicht abnehmen. Und hier ist es ganz gut, sodass ich also jetzt entweder mit so einer anderen Bürste nochmal rübergehen kann oder halt das auch mal so ein bisschen unter warmes Wasser halten kann. Das Ganze hat insgesamt 4 Aufsätze. Das heißt also, das ist ein Aufsatz von einer kleineren Bürste. Die ist ungefähr 2,5 und das ist ungefähr eine Größe von 5 cm. Diese dreht sich und diese dreht sich aber nicht. Also das habe ich also auch zwar mir erstmal durchgelesen, habe das auch gesehen, habe gedacht, naja gut, ist nicht so schlimm, wenn die sich nicht dreht. Die kann man vielleicht für den Ponybereich nehmen. Das ist also ein Kletter. Ich habe die Bürste einmal jetzt probiert, habe das mit dem Kletter probiert und ich habe ein sehr, sehr feines Haar. Bei mir wird das also glatt, aber was es nicht hat, es legt sich nicht komplett hier in diese Mulden rein. Ich habe das aber bei einer Kundin probiert, die sehr, sehr dickes Haar hat und dann hat sich das komplett in diese Mulden reingezogen, ist sehr glatt geworden. Das ist ein Aufsatz, der das Haar erstmal trocknet. Hier oben kommt dann erstmal Luft raus, wo man dann schön die Ansätze auch füllen kann. Ja, und jetzt fangen wir mal an. Ich habe die Haare schon gewaschen. Sind auch schon ein bisschen angetrocknet, weil ich mich ja vorher schon geschminkt habe. Ja, jetzt fange ich mal an und zwar habe ich hier von Redken, das ist ein Volumenspray für einen Ansatz. Das ist ein Schaum und dann teile ich mir immer hier so ein paar größere, ja in 1-2 cm Abständen und dann gebe ich mir das direkt so auf die Kopfhaut drauf und massiere das Ganze dann hier so am Haaransatz ein. Das Produkt ist von Redken. Alternativ nehme ich auch schon mal eine Föhnlotion. Die habe ich auch hier stehen. Die mag ich auch sehr gerne. Das ist von Gul die Volumen, Langzeitvolumen Föhnlotion. Oder wie gesagt, wer lieber Schaum möchte, kann den Schaum auch benutzen für den Ansatz. Was auch immer ganz gut ist, wenn man vielleicht jetzt direkt hier vorne auch noch mal so ein bisschen was reingibt. So, und dann möchte ich, dass meine Haare auch gut ja, geschützt sind, dass sie glänzen. Das ist also das Zwei-Phasen-Spray von Revlon. Das gebe ich mir auch immer in die Haare. Das wird geschüttelt. Das gebe ich mir dann immer in die Längen. Und was man auf gar keinen Fall also auch jetzt vergessen sollte, das wäre hier der Hitzeschutz. Der ist von der Firma Jean & Lang. Und den gibt es in der Drogerie. Entweder gebt ihr euch das hier so auf die Hände, verreibt das Ganze und knetet euch das schön in das Mittelstück und in die Längen und in die Spitzen ein. Das gibt auch ein bisschen Halt und vor allen Dingen schützt es jetzt. Dann kämme ich die Haare nochmal durch. Ja, sonst kennt ihr meine Frisuren ja oft lockig, aber wie gesagt, ich trage das auch schon mal sehr gerne glatt. Und jetzt fangen wir mal an. So, bei dem Föhnen kann ich natürlich nicht so gut sprechen, sonst würdet ihr mich nicht so verstehen. Ich höre immer wieder auf und dann sprechen wir nochmal zusammen. Also ihr bekommt wesentlich mehr Volumen, wenn das ganze kopfüber geföhnt wird. Das mache ich auch immer. Jetzt sind die Haare, wie gesagt, schon ein bisschen angetrocknet. Dann zeige ich euch auch noch einen Trick und zwar nehme ich hier immer gerne einen Kamm. Und dann gehe ich mit dem Kamm einmal zurück, drehe den Kamm und ziehe den nach vorne und hebe den hoch. So entsteht hier ein Volumen, was ich jetzt anfühle. Während ich föhne, greise ich mit den Händen einmal so immer über die Kopfhaut. Dann animiere ich hier so die Haarwurzel, dass die sich so ein bisschen eben hier aufstellt.
und auch so ein bisschen mehr Volumen gibt. Das Ganze kann man auch abnehmen. So, jetzt teile ich mir meine erste Abteilung hier ab. Dreh mir das Ganze und mach mir das mit dem Clips hier fest. So, dann setze ich erstmal den großen Aufsatz hier drauf. Und die Bürste, die dreht sich auch nur bei der Nummer 2. Ja, das gibt doch schon ganz schön Volumen und die Bürste ist halt besonders bei einem Bob, bei einem gleichmäßigen, vielleicht auch für ein längeres Haar sehr gut geeignet. Dann gehen wir mal in die weitere Abteilung. Also die Bürste ist schon relativ heiß hier an dem Bereich und passt auch auf, wenn ihr wechselt, dass ihr nicht zu nah hier an den Bereich hier kommt, im Inneren der Bürste, denn das ist schon ganz schön heiß. Das Ganze ging auch nach außen, aber wir wollen es ja nach innen. Ihr könnt also auch föhnen, indem sich das Ganze nicht rotiert, sondern einfach nur halt eben einmal so halt reingeht mit dem Föhn. Wem das Ganze auf der Stufe 2 zu heiß ist, der kann eben auch diese Kaltdüse nehmen, die ist so ganz, ganz lauwarm, oder die Nummer 1. Ihr seht, das geht relativ schnell. Also dafür, dass ich jetzt das zweite Mal das jetzt erstmal mache, muss ich sagen, doch, gibt schon Mordsvolumen. Jetzt bin ich schon langsam hier am Hinterkopf angelangt. Ich kämme das immer noch mal hier so ein bisschen glatt, damit ich das gut einlegen kann. So, jetzt wechsle ich noch mal den Aufsatz und wie gesagt, immer hier aufpassen, er ist schon ganz schön warm. So. Und jetzt gehe ich mal mit dieser Glättungsbürste hier rüber. Seht ihr, hier können die Haare dann so ein bisschen geglättet werden. Und auch so kleine abstehende Härchen können damit auch geglättet werden. So, das letzte Stück. Also ich bin schon überrascht und auch begeistert von dem Volumen, muss ich sagen. Aber ich glaube, also bei meinem feinen Haar müsste man es aber auch trotzdem gut ansprühen, damit es eben auch so bleibt. So, wechseln nochmal die Bürste, gehen nochmal auf die Dicke. Müsst ihr immer auch schauen hier, dass das schön fest ist. Die ist in der Regel eigentlich jetzt für den Pony ja zu groß, aber trotzdem mache ich das zuerst mal mit dieser Bürste und dann wechsle ich nachher noch mal hier auf die kleinere. Aber die dreht sich ja halt eben nicht. Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier so Curtain Bangs habt, also das sind die Ponyhaare, die sich so schön so zu den Seiten legen, kann man das auch immer noch mal so ein bisschen nach vorne ziehen und dem Haar noch mal so ein bisschen Schwung und Volumen geben.
Also bei der Nummer 1 ist es so, dass sich die Bürste nur ganz langsam dreht und bei der 2 ist es so, dass die Bürste sich relativ schnell dreht. Man muss die richtige Haarlänge dafür haben, aber eigentlich funktioniert es recht gut. Und was es auch immer ist, das seht ihr bei mir auch schon mal, dieser Wechsel von links nach rechts, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also wer jetzt einen Bob hat mit einem langen Pony, der käme jetzt mit dieser großen Bürste sehr gut hin, denn man könnte sich das ja jetzt so mit Volumen so zur Seite geben. Und ihr seht, wenn ich da einmal so durchgehe, das Ganze hat echt total viel Volumen. Könnte gut auch jetzt für so einen Bob mit so gleich langen Seiten oder wenn man jetzt nur so einen kleinen Schwung hier zur Seite haben möchte, würde das jetzt schon mal super gut gehen. Oder man kann jetzt eine Seite so ein bisschen hinters Ohr stecken. Bin überrascht und ihr wahrscheinlich auch, wie schnell das geht. Und jetzt wechseln wir nochmal auf die ganz kleine Bürste. Also wir drücken hier wieder drauf, setzen die kleine Bürste drauf, die sich aber halt leider nicht dreht. Also ich glaube, es wäre noch super, wenn die sich auch noch drehen würde. Aber es gibt vom Babyliss, habe ich gesehen, auch noch andere. Leider zu spät, da war die schon bestellt, weil sie, wie gesagt, also ein Tipp von Amazon war. Ich würde wahrscheinlich jetzt heute noch mal gucken, dass ich auch eine kleinere rotierende Bürste noch hätte. Also ich würde das wahrscheinlich zu Hause dann so machen, dass ich jetzt hier schaue, dass ich mir das noch mal wegnehme und würde, glaube ich, zu Hause dann die Bürste hier noch so ein bisschen drauf lassen und würde sie wahrscheinlich jetzt in der kleineren Form noch ein bisschen abkühlen lassen. Oder vielleicht auch, manche haben auch das Problem hier am Hinterkopf, dass der Hinterkopf vielleicht so sehr schnell platt wird, dann vielleicht auch an den Hinterkopf noch mal so einsetzen. Ja, was ist zu der Bürste zu sagen? Mein Fazit ist also, dass sie sehr schönes Volumen gibt, dass die Bürste allerdings beim Wechseln sehr heiß wird. Da müsst ihr drauf achten. Dass also, wenn man jetzt ein sehr kurzes Haar hat, ist die natürlich in der Größe nicht geeignet. Also ich würde sagen, mindestens kinnlang bis länger. Dann kommt ihr da super gut mit zurecht. Wie gesagt, die hat 5 cm. Und es geht sehr schnell, aber halt wie gesagt vorsichtig sein. Sie hat 1000 Watt. Das heißt also, es ist auch ein Föhn, der eigentlich auch die Haare ganz gut trocknet schon. Boblänge war schon gesagt, ist geeignet für jeden Haartyp. Und jetzt schauen wir mal. Wenn wir die so rausnehmen, seht ihr, dann haben wir schon noch so ein bisschen mehr Bewegung. Dann gehe ich einmal so durch. Hier am Ansatz gehe ich noch mal so ein bisschen ein, zweimal so an die Ansätze, um schönes Volumen zu haben. Es fühlt sich auch sehr, sehr schön weich an, muss ich sagen. Und es macht einen ganz, ganz tollen Glanz. Ja, alles in allem würde ich sagen, ich bin begeistert. Nehme ich mir noch ein bisschen Haarspray. Wow, Wahnsinn, das Volumen. Also wer gerne mal glatte Haare haben möchte mit Volumen. Also es ist auf jeden Fall, wie ihr seht, eine sehr schöne Föhnhilfe. Es gibt Volumen hier am Ansatz. Dann versuche ich das euch auch nochmal von der Seite und von hinten zu zeigen. Also ich würde das jetzt halt mit einem Spiegel auch immer überprüfen, bevor ich aus dem Haus gehe. Ja, dass es halt auch hier genug über den Hinterkopf hier schön weg ist. Mit der kleineren Bürste, wie ihr seht, habt ihr hier so ein bisschen mehr Schwung drin. Die kleinere Bürste kann auch, wer das jetzt möchte und möchte das hier jetzt nicht so glatt haben, zeige ich vielleicht auch noch mal schnell. Mit der kleineren Bürste kann das auch unten ein bisschen mehr reingerollt werden. Ihr seht, auch ich muss immer ein bisschen tüfteln. Und denn hier sind daneben sind so zwei Knöpfe und das muss dann genauso in diese Knöpfe eingesetzt werden.
So seht ihr zur anderen Seite, mit dem etwas kleineren ist das hier höher. Das dreht sich also so ein bisschen mehr ein. Ne? Das Ganze soll einfach nur ein Test sein, keine Werbung. Ich habe das Produkt selbst gekauft, die meisten Friseure benutzen es. Ja, ich hoffe, dass euch das Video wieder gefallen hat. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr eure Haare richtig pflegt oder wie ihr vielleicht den Friseurbesuch etwas nach hinten verschieben könnt, ja, dann schaut gerne mal in die anderen Videos rein. Ich habe sie euch verlinkt. Und ansonsten sage ich wieder, bis nächste Woche, ihr Lieben. Daumen hoch, abonniert den Kanal und ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis dann. Tschüss.